Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Indie Showcase. In dieser Folge schauen wir uns Curses and Chaos an. Verfügbar für PS Vita und PC über Steam für nur 10 Euro. Curses and Chaos ist ein Hack-and-Slash-Single-Screen-Game? Ich weiß nicht wirklich, wie man es beschreiben soll. Das Soundtrack ist ziemlich cool. Es ist am 18.08. rausgekommen. Und ich möchte fast sagen, wir schauen uns einfach mal direkt das Gameplay an, denn die anderen Punkte machen erst später mehr Sinn. Wir haben die Möglichkeiten zwischen zwei Charakteren, Lia und Leo. Die Story in dem Spiel ist recht simpel. Ein böser König herrscht über das Königreich. Lia und Leo stellen sich ihm entgegen und er verflucht die beiden, auf dass der Tod sie für immer verfolgen möge. Wir sehen auch unten, obwohl ich ein Xbox Gamepad benutze, hat er die PlayStation-Symbole. Finde ich ganz interessant. Wir können mit Y den Multiplayer starten, entweder lokal, online, indem wir Leute einladen, oder public. Ich spiele als Lia und ja, ich habe 4 Level bis jetzt gespielt. 10 Stück gibt es. Aber es reicht bei Weitem, um das Grundprinzip des Spiels zu verstehen. Wie gesagt, wir spielen Single Screen Hack and Slash. Jedes Level ist nur dieser Screen. Und jedes Level hat außerdem 10 Waves. Nach 10 Waves kommt ein Bosskampf und wenn der abgeschlossen wurde, dann ist das Game, ist das Level gewonnen. Das ist unsere normale Laufgeschwindigkeit, wenn wir den rechten, was ist das, der rechte Trigger? Also nicht den, den man so ganz durchdrückt, sondern der andere benutzt. Dann kann man rennen und das möchte man auch ganz gerne. Huch. Diese Items, die Gegner droppen, so wie diese Bärenfalle, können wir einsammeln und dann mit Y aktivieren. Die haben alle unterschiedliche Effekte. Hier hinten haben wir zum Beispiel Fleisch, das heilt uns um 2 Herzen, die wir oben links sehen. Wir sehen die Bärenfalle, die schnappt zu, sobald etwas drauf tritt. Und die Javelin, die ich gerade habe, kann ich euch gleich mal präsentieren. Wenn hier mal ein paar Gegner mehr sind. Die fliegt quasi durch. Immer in die Richtung, in die er schaut und macht bei allem Schaden. Wir haben vorhin auch gesehen, dass ich diese Eule gerufen habe. Wenn man ein Item hat, kann man B drücken. Dann kommt die Eule und lagert das für später. Das möchte man in einigen Fällen, gerade bei Heilungs-Items, gerne machen. Wenn man das Item dann benutzen will, dann drückt man einfach B und die Eule liefert einem das. Wir machen unterschiedlich viel Schaden, je nachdem wie wir angreifen. Blaue und rote Kreise machen 1 Schaden. Grüne machen 2. Grüne Kreise machen wir, indem wir springen und angreifen. Oder indem wir laufen und angreifen. Das ist etwas, was einem das Spiel nicht erklärt. Ja, und wir können tanzen. Was sehr, sehr merkwürdig ist, denn ich musste es selber rausfinden. Ich kann verstehen, dass die Entwickler das nicht unbedingt verraten wollten, weil der Spieler auch was selber herausfinden soll. Aber es ist halt teilweise merkwürdig, wenn man sich wundert, warum der Gegner mal 2 Treffer braucht und mal nur 1 zum Beispiel. So, wir können auch Doppelsprünge machen. Wir können auch, anstatt einen Doppelsprung zu machen, einmal von der Wand abspringen, was wir nicht besonders oft brauchen. Aber es ist möglich. Hallo Geist. Und ja, wir können auch tanzen, was unsere Punktezahl erhöht. Warum auch immer. Das ist eine Bombe. Die fliegt. Und wenn die was tritt, explodiert die und macht AOE-Schaden. Ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn wir die Zahl da oben ablaufen lassen. Unten links sehen wir übrigens unsere Leben. Sobald die auf 0 fallen, haben wir ein Problem. Denn dann sind wir tot. So, wenn die Zeit auf 0 fällt, dann spawnt der Tod und der one-shottet uns. Deswegen wollen wir die Runde beenden und dann verschwindet der Tod wieder. Wave 4. Ja, oben links sehen wir unsere Punkte. Punkte bringen einem nicht wirklich was, außer Achievements. Und um anzugeben, soweit ich weiß, gibt es keine Online-Leaderboards, was ich sehr merkwürdig finde. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Aber ansonsten, oh verdammt, das war schlecht hier. Kann mal einer von den Heilungs-Item droppen? Das wäre gerade echt ganz cool. Ja. Wenn wir drauf gehen, respawnen wir mit Hilfe von so einem Blitz, der Gegner um uns herum Schaden macht. Das hier sind Skelette.
Und die werdet ihr hassen lernen, denn die Skelette haben 5 HP. Was kein Problem ist, wenn nur die Skelette da sind, aber spätere Stages werfen euch mit so vielen Gegnern ab, dass ihr keine Zeit habt, noch 5 mal ein Skelett zu treffen. Und der Bogen lässt random Pfeile regnen. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ein Heilungs-Item. Der Schinken heilt 2 Herzen. Oh, die Kanone. Ja, komm. Die Kanone schießt auch in die Richtung, in die ihr schaut. Bleibt aber, soweit ich weiß, am ersten Gegner stehen. Und jetzt habe ich die Kanone verkackt, indem ich gesprungen bin. Dann holen wir uns doch mal unsere... das war jetzt nicht so schlau von mir. Unsere Eule dazu. Denn... auch wenn wir damit jetzt nicht so viel Schaden gemacht haben. Also, ja, es reicht nicht aus, um die zu killen. Können wir die dann dafür one-shotten. Die Ausrüstung, falls ihr am Ende des Levels noch welche habt, egal ob ihr selber oder die Eule, behaltet ihr für das nächste Level, was in manchen Fällen recht interessant ist. Gut, ich mache mir mal schnell tot. Ja, schön, dass die Hunde jetzt bellen, das tut mir leid. So, hopp, hopp. Und das ist so ziemlich das komplette Gameplay. Ja, wenn wir eine gute Chain haben, ohne getroffen zu werden, kriegen wir mehr Punkte. Leider müssen die Skelette eben erst komplett spawnen, bevor die Schaden nehmen. Was auch so eine Sache ist, die ein bisschen nervt. Geh weg. So. Es gibt auch so den Bonuspunkt, je mehr Zeit wir am Ende von der Wave noch übrig haben. Logischerweise. Ich möchte euch ganz gerne den Boss vom ersten Level zeigen. Und ich muss auch sagen, dass ich das Spiel beim ersten Mal nicht geschafft habe. Also das erste Level nicht beim ersten Versuch. Und es ist ehrlich gesagt nicht leichter, wenn man nebenbei noch kommentiert. Also das ist jetzt die erste Stage. Ich habe 3 Stages geschafft und bei der 4. war ich beim Boss. Von daher, von daher ist das jetzt nicht unbedingt die größte Schwierigkeit. Aber später kommt zum Beispiel anstelle von dem Raben, kommen Eulen, die 3 Treffer aushalten. Und das ist ziemlich widerlich. So, bei denen hier. Oh. Der Shuriken One-Shot, das wusste ich nicht. Ja, das Geld, das die Gegner droppen, wollen wir einsammeln. Warum, zeige ich euch gleich. Macht der Shuriken 2 Schaden? Vermutlich, sonst hätte der nicht geone-shottet. Was mich ein bisschen nervt, ist dieser Angriff, der Punch nach oben, der zwar auch 2 Schaden macht, aber auch so gut wie nie nötig ist. Dafür passiert nämlich das hier manchmal ganz gerne. Wenn ihr nach oben und Y drückt, werft ihr euer Item ab, was ich absolut schwachsinnig finde. Was das macht, weiß ich nicht, außer dass es Punkte gibt. Ich sehe nicht den Nutzen darin, ein Item einfach wegzuwerfen. Da Items sowieso ausgewechselt werden, sobald ihr über ein anderes rüberlauft. Und da habe ich mir gedacht, okay, weil mich das schon so ein paar Mal gekillt hat, schaltest du einfach die nach oben Taste ab. Die wird ja nicht gebraucht. Ja, dachte ich mir, ist eine gute Idee. Habe ich das auf den rechten hinteren Trigger gelegt, weil der nicht gebraucht wird. Auf den Bumper? Ist es der Bumper? Das funktioniert nur nicht. Nach oben drücken, der Apfel heilt einen um 1 HP. Nach oben drücken funktioniert dann immer noch, was ziemlich, ziemlich nervig ist. So, diese Totenköpfe sind auch nicht wirklich eine Herausforderung. Aber die droppen irgendwie gerne mal Äpfel, ist mir aufgefallen. Okay, hui. Ja, jeder Pfeil macht einen Schaden, was natürlich gegen manche Gegner ganz nützlich ist. Aber außer gegen sowas wie hier den komischen Käfer bringt einem dieses nach oben Schlagen echt nichts. Wenn man es zumindest in der Luft machen könnte. Ja, also wenn man in der Luft nach oben schlagen könnte, wäre das sogar echt praktisch. Gerade gegen einige der späteren Gegner. Aber wenn man nach oben drückt in der Luft, kickt man trotzdem nur. Oh Gott. Oh, Fleisch. Nice. Ja, den Hammer unten hebe ich mir noch auf. Einfach weil ich eine Heilung eine Waffe haben will für den Boss. Der rote Trank heilt einen um 3 Herzen. Und ich glaube, den will ich fast lieber haben. Bei der Eule. Denn das ist noch ein bisschen interessanter für den Boss später. Hatte ich den Hammer schon gezeigt? Der Hammer fliegt so nach oben und stoppt am ersten Gegner. Ihr bekommt auch spätere Versionen von euren Items. Der Hammer wird zum Beispiel durch eine Wurfaxt ersetzt, der mehr Schaden macht. Und ich glaube auch mehrere Ziele treffen kann, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, wenn ihr Heilungs-Items nehmt, während ihr volle HP habt, dann bekommt ihr Bonuspunkte.
möchte eigentlich ganz gerne die Bombe für den benutzen. Oh Gott, hallo Skelett. Ja, und die Skelette sind halt teilweise schon sehr nervig. Ansonsten, die Steuerung ist wirklich gut, nur das Springen fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Ich weiß nicht warum, aber das Springen ist irgendwie ein bisschen... Nee. Nicht intuitiv. Ja, los, steh auf. Wave 10. Wenn ihr euch den ersten Boss nicht spoilern wollt, dann schaut gleich nicht hin, aber er ist jetzt nichts Großartiges. Und auch nicht wirklich schwer. Den Boss habe ich nämlich dann tatsächlich beim ersten Versuch geschafft. Ich nehme ich mir mal mit, um den Raben da oben zu töten. So. Ja, und den Käfer könnte man genauso gut killen, indem man einen Sprungangriff macht. Oder indem man ihn einfach zweimal hittet, während er auf dem Boden ist. Man kann auch einfach in den Frosch reinrennen. Okay, den mache ich damit kaputt. Oh, noch einer, natürlich. Ja, bei den Skeletten. Ist eine der besten Strategien. Stehen bleiben und die Angriffstaste mashen. Denn wenn die in eure Reichweite kommen... Oh Gott, ein paar viele Gegner, die hier noch kommen für meinen Geschmack. Okay, nice. Oh, Moment, brauche ich gar nicht. Komm her, Geist! Geist! Nee. Okay, den muss ich benutzen. Eine Geisterlaterne. Oh shit, it's a ghost. Ja, den können wir im Grunde auf verschiedene Arten besiegen. Wir können es auch einfach treffen lassen und diesen Respawn-Blitz benutzen, um den zu killen. Das habe ich tatsächlich bei einem anderen Boss gemacht. Er spawnt zwischendurch diese netten Bosse und die droppen Sanduhren. Der Grund, warum die Sanduhren droppen, ist, dass der Timer da oben für den Spawn vom Tod weiterläuft. Und ihr kriegt 15 Sekunden, wann immer ihr eine Sanduhr benutzt. Und die wollt ihr gerne benutzen, denn glaubt mir, ihr wollt keinen Bosskampf machen, während der Tod rumläuft. Man muss ein bisschen aufpassen, da die Geister ein unberechenbares Bewegungsmuster haben. Ach Gott. Ja, los, komm her. Bin hier jetzt gestorben, aber ich glaube, der... Ja. Manchmal droppen die auch Bomben, aber relativ selten tatsächlich. Ja, gebe ich mir noch mal ein bisschen Zeit zurück. Ich möchte ganz gerne eine Sanduhr behalten eigentlich. Und warum, zeige ich euch dann auch noch. Können wir noch eine Sanduhr droppen? Oder du einfach tot gehen? Leider haben die Bosse keinen Health Meter, was mich ein bisschen nervt. Dankeschön. Denn das fände ich noch ganz interessant, einfach damit man sieht, wie oft man den überhaupt treffen muss. Ich kann das auch benutzen, wenn ich eh noch eins bekomme. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade zweimal getroffen irgendwie. Und da geht er down. Die Geister sterben auch alle. Nein, ich möchte gerne die hier behalten. Nein, das, die Sanduhr! Also. Normalerweise kommt dann noch ein Gespräch mit ihr hier. Das ist so die Hilfin. Die Hilfin. Ja, was sie sagt, hat nicht wirklich Relevanz, soweit ich herausgefunden habe. Aber um jetzt mal dazu zu kommen, wozu das Gold gebraucht wird. Das Spiel läuft übrigens auf 60 FPS und ich nehme mit 30 auf. Das Gold wird gebraucht, um Items zu kaufen. Wir können zum Beispiel einen Apfel und Fleisch kaufen. Und, keine Ahnung, nehmen wir eine Kanone und einen Shuriken. Und was wir dann machen können, ist, wir können die Item kombinieren. Und können zum Beispiel aus einem Apfel und einem Stück Fleisch einen Trank machen. Oder wir können mal gucken, ob ein Shuriken und eine Kanone... Nein, ein Shuriken und eine Kanone ergeben nichts. Damit haben wir jetzt quasi das Material verschwendet. Aber ich weiß, dass zum Beispiel ein Pfeil und eine Bombe, wenn wir die beiden miteinander kombinieren, du bist kein Pfeil oder Bombe, dann bekommen wir ein Katapult. Und die Sachen können wir equippen. Da können wir zum Beispiel sagen, Lia hat momentan das Stundenglas, das ersetzen wir durch eine Potion. Und Auli hat auch ein Hourglass.
Das setzen wir durch das Katapult und damit können wir jetzt anfangen. Wir könnten Leo auch was geben, falls wir ihn spielen wollen oder ein anderer Spieler joint, aber das ist gerade relativ uninteressant. Und ja, das ist so ziemlich alles, was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Es sieht ziemlich nett aus, ich mag das Artwork. Hier, wir können auch auf Französisch umstellen, wenn wir es wollten. Video-Settings natürlich. Leider gibt es in der Video-Setting keine Blablabla-Einstellung, sondern nur Fullscreen Off oder On. Und dann die Window-Size, die wir verändern können. Aber ja, das ist so ziemlich das komplette Gameplay. Wir könnten jetzt zum Beispiel nochmal Lia auswählen und in Real Ride reinschauen. Die Stage, die ich noch nicht geschafft habe. Wo Gegner, die aussehen wie Dr. Doom, ihn angreifen. Und ja, das da oben sind zum Beispiel diese Eulen, die ein bisschen sehr nervig sind. Die Typen klauen dann übrigens Gold. Und die brauchen 3 Treffer. Wenn man es richtig timet, kann man sie tatsächlich einfach so besiegen, aber es ist nicht einfach. Und ja, das ist das komplette Gameplay zu... hätte ich fast Ghosts and Ghouls gesagt. Curses and Chaos. Oh, das ist ein nettes Item, das wir gerade bekommen haben. Oh Gott, nimm mal die Potion mit. Nein, jetzt habe ich beides verloren. Exit Stage. Ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr wirklich dazu zu sagen. Okay, wir haben jetzt die Ballista. Die Ballista ist auch okay. Und würde von daher sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann checkt es auf jeden Fall aus. Haut es euch zumindest auf die Steam-Wunschliste, denn es wird sicher irgendwann mal ein Sale dazu geben. Und ja, 10 Euro ist ein ziemlich nettes Spiel. Ich glaube, ich habe es jetzt 2 Stunden gespielt, 2 oder 3 mit der Aufnahme zusammen. Jetzt sind es wahrscheinlich 3. Und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es ist nichts, was ich unbedingt Streamern empfehlen würde, denn Chat-Interaktion ist nahezu unmöglich während des Spiels. Selbst das Kommentieren fällt schwer, aber ansonsten, wenn man einfach mal was spielen will, so für eine halbe Stunde am Stück oder so, ist es echt ein ziemlich geiles Game. Aber dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Ich bin der Kuchenjäger und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.